Moin! Willkommen im Miniatur Wunderland, der größten Modelleisenbahn der Welt. Wir haben dich geschrumpft, damit du einen kleinen Spaziergang durch unsere Welt machen kannst. Allerdings ist die Zeit eingefroren. Aber schau, das ist der Wunderlandschlüssel. Damit kannst du die magische Uhr aufziehen und die Zeit für einen kleinen Moment wieder in Gang setzen. Viel Spaß! Aber falls andere Spieler hinzukommen sollten, werden diese als rote Figuren dargestellt. Genau. Am besten vorsichtig außen rumgehen. Ja. Hier ist das Rädchen zum Festdrehen, falls es unbequem sein sollte am Hinterkopf. Und an einer Stelle im Spiel werden Sie genau eine Taste brauchen, und zwar die rechte Triggertaste. Eine Wundermaske. Probiere sie aus. Musste sie halten, einfach vor ihr Gesicht. Koste auch nicht extra. Habe sie ja schon bezahlt, Herr Eintritt. Komm rüber zu mir. Ich nehme dich das nächste Stück mit. Weißt du, ich komme ursprünglich gar nicht aus Venedig und aus dem Wunderland. Ich habe auch so eine Schrumpftour gebucht. Und bin dann einfach geblieben. Gefällt mir besser hier als in der großen Welt. Ich meine, schau dich doch mal um. So, nochmal Zeit zum Umsteigen. Aber wie habe ich heute noch andere Passagiere? Das ist eine besonders innovative Idee und es gefällt mir sehr gut, weil es eben Digitalisierung voll nutzt und uns auch zeigt, wie viele spannende Erlebnisse wir damit haben können.
Ich finde es großartig, dass hier zwei große Attraktionen zusammenarbeiten, sich faktisch vereinen und dadurch ein noch größeres Erlebnis schaffen. Ich bin sicher, das zieht viele Menschen an und viele werden hier mit großer Begeisterung rausgehen und wiederkommen. Ja, wir kennen uns beide schon seit vielen, vielen Jahren, die Familie Braun, die Familie Mack. Nicht, dass wir nur Platz 1 und Platz 2 der besucherstärksten Tourismusmagnete in Deutschland sind, sondern wir schätzen und respektieren uns auch, was hier in Hamburg passiert ist, was aber auch bei uns in Rust entstanden ist. Und so war es in der Pandemie, dass wir Besuch bekamen aus Hamburg und uns natürlich gefreut haben, dass ein Familienunternehmen auf ein Produkt von uns aufmerksam geworden ist, nämlich unserer neuesten Entwicklung Julbi, etwas, was es so noch nicht gegeben hat. Und deshalb sind wir stolz darauf, dass hier der zweite Julbi-Standort, der erste im Norden Deutschlands, jetzt eröffnet hat. Ein volles deutsches Produkt, programmiert in Kaiserslautern, entwickelt in Rust und jetzt in einer der schönsten Städte der Welt und sicherlich an der schönsten Tourismusattraktion im Norden, nämlich dem Miniaturwunderland. Das hier würde es nicht ohne die Pandemie geben. Corona 2020, mitten im Lockdown standen wir und haben gesagt, um Gottes Willen, wir haben einen Mietvertrag für diese Fläche hier unterschrieben. 3000 Quadratmeter, das sollte die Zukunft Wunderland sein. Wir wollten uns das leisten, nie wieder irgendwie Räume suchen zu müssen. Und dann hatten wir plötzlich Mietkosten, wussten nicht, was wir damit machen. Und da haben wir uns erinnert, wir haben so ein tolles Verhältnis zum Europapark, haben Michael Mack angerufen, Mensch, hast du eine Idee? Können wir irgendeine Zwischennutzung machen? Hast du irgendwas Kleines, was so in so einem Raum reinpasst, wo wir ein bisschen Einnahme machen können, damit die Mietkosten nicht so hoch sind? Und da hat er gesagt, kommt mal her, ich habe da was ganz Besonderes, das passt ganz genau zu euch. Und dann sind wir zum Europapark gefahren, wussten nicht so richtig, was kommt auf uns zu. Und dann hat er uns Julbi gezeigt, ganz neu, haben sie gerade fertig gemacht, noch absolut voll mit Kinderkrankheiten. Und dann haben wir Virtual Reality Brillen aufgesetzt, haben die ganze Montur gekriegt, sind in eine Rulantica Experience reingegangen und ich bin als kleines, verrücktes Kind wieder nach Hamburg zurückgefahren. Ich will das haben! Und dann sind wir zurückgekommen und haben also nicht irgendwas gehabt, was eben mal eben so ein paar Mietkosten spart, sondern 2 Millionen Euro Investition bedeutet. Das heißt, mitten in der Pandemie mussten wir entscheiden, machen wir ein Rieseninvestment, wo wir gar nicht wissen, wie sieht die Zukunft aus. Und es war genau das Richtige. Es hat sich auch ab dem Moment richtig angefühlt. Man hatte genau das Gefühl, wir tun was. Wir machen irgendwas, wir haben keinen Stillstand und wenn das irgendwann vorbei ist, dann haben wir eine Riesenattraktion neu und so genau ist es jetzt. Es fühlt sich genau richtig an. Wir starten voll durch und ja, es war eigentlich sozusagen auch der richtige Moment, dass wir uns das Ganze mit dem Europapark damals angeschaut haben. Hätte ich gewusst, was damals daraus wird, ja, dann hätte ich mich noch mehr gefreut, weil jetzt habe ich es in live gesehen, da konnte ich das noch gar nicht so richtig greifen. Geht das eigentlich? Schaffen wir es mit dieser Technik wirklich, dass man sich ins Wunderland schrumpfen kann? Und ja, es hat geklappt. Das ist eine Wundermaske. Probiere sie aus. Musste sie halten, einfach vor ihrem Gesicht. Koste auch nicht extra. Habe sie ja schon bezahlte Eintritt. Komm rüber zu mir. Ich nehme dich das nächste Stück mit. Weißt du, ich komme ursprünglich gar nicht aus Venedig und aus dem Wunderland. Ich habe auch so eine Schrumpftour gebucht. Und bin dann einfach geblieben. Gefällt mir besser hier als in der großen Welt. Ich meine, schau dich doch mal um.